Die Zauberflöte. Hier haben wir das Kostüm von Papageno für die Zauberflöte. Da kommen Herr Winkler und Herr Jun rein, die müssen sich das teilen. Da wird zuerst die Hose oder beziehungsweise die Weste von den Meistern zugeschnitten und anprobiert und dann wird das aufgearbeitet. Wir haben hier jetzt zum Beispiel die Federn teilweise selbst gemacht, weil diese gekauften Federn sehr fluffig sind und den Sänger beim Singen vielleicht stören könnten. Genau, und das ist dann so produziert worden, dass wir hier feinen Stoff haben, der mit einem Gewebe oder doppelt zusammengeklebt wurde. Und das wird immer erst alles ausprobiert, wurden so kleine Muster gemacht, wurden den Kostümbildnern gezeigt, ob denen das gefällt. Und dann wurde das am Ende das als gewollt rausgesucht. Und dann wird das in Masse produziert. Und dann auf die probierte Weste aufgearbeitet. Okay, das kann ja nicht alles auf derselben Höhe enden. Ne? Auf jeden Fall ist klar, dass bei dieser Spannzeder das zu oft eingeschnitten war. Ne? Genau. Das soll nicht passieren. Also das ist wirklich erstmal so eine Probespannzfeder. Die hat eine Sehne hier hinten drin. Und diese Schwanzfeder hat ein Stäbchen. Wie heißen die? Plastikstäbe sind das. Und dann hat sich das jetzt so ergeben, dass es unterschiedliche Schwanzfedern gibt, in verschiedenen Größen und halt auch mit einmal mit einem Röllchen drin und einmal mit einem Stäbchen drin. Genau. Und die näht Flori jetzt gerade. Und dann wird es halt am Ende nicht so kleinteilig eingeschnitten, sondern hier so ein bisschen gröber eingeschnitten. Und diese Federn kommen dann auch noch hier am Ärmel an. Ich habe hier das Unterkostüm der Papagena. Das ist eine alte Frau, die Papagena, und der Auftrag war, einen alten Körper herzustellen. Es gibt erst einmal eine Zeichnung, worauf zu erkennen ist, wie die Körperform sein soll. Der Körper einer alten Frau. Meine Kollegin hat immer gesagt, die Erdanziehung nimmt zu im Alter. Was brauchen wir dazu? Zunächst wird das Material ausgewählt. Wir haben einen Unterbau aus diesem Trikotstoff. Der ist exakt der Künstlerin angepasst, maßgeschneidert. Damit gab es die erste Anprobe am 6. November. Seitdem, ich bin selbst ganz erschrocken, bin ich damit beschäftigt, diesen Körper herzustellen. Danach brauchen wir den Aufbau. Der Aufbau besteht zum Teil aus solchen sogenannten Fischen. In diesen Fischen, die wir selbst hergestellt haben, ist Aquariumwatte, Filtermaterial von Aquarien. Das gibt es lose und das stecken wir dann in diese Stoffe hinein. Außerdem haben wir Watte, die in Hautton gefärbt worden ist. Dann gibt es noch einen Oberstoff. Der war zunächst weiß und etwas porig, so wie Haut eben aussieht. Der ist zunächst bearbeitet worden mit Farbe und Kleber und wir waren mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Deshalb ist dieser Stoff dann erstmal eingefärbt worden. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn der Aufbau beginnt, nehme ich einige von solchen Fischen und baue damit den Körper auf diesen Unterbau auf. Das heißt, ich kann damit Po machen oder auch hier etwas machen, ganz wie gewünscht. Hier ist es so, dass ein Bauch entstehen sollte, ein bisschen Po entstehen sollte. Überall verbergen sich diese Fische. Hier zum Beispiel das Schlüsselbein oder hier am Bauch. Überall sind solche Fische aufgenäht auf den Unterbau. Dann wurde alles belegt mit dieser Watte. Und damit dann auch der Oberstoff nicht wie ein Anzug aussieht, sondern wie eine
wirklich schrumpelige Haut, habe ich alles mit Sprühkleber verbunden. Mit diesem Kleber, den ich mir von den Tapezierern besorgt hatte. Und der verbindet Schaumstoff und jedes andere Material. Damit es auch richtig alt aussieht, hat die Dame natürlich auch Krampfader. Und dafür habe ich diese Kordel verwendet. Blaue Kordel unter dem Stoff. Sieht ziemlich echt aus, wie ich finde. So, während dieses Material sehr leicht ist und auch gute Trageeigenschaften hat, einmal nachgibt, musste für die Brust etwas anderes verwendet werden. Die Brüste sollen das Originalgewicht ungefähr haben und deshalb sind dort Silikonkügelchen drin. Die haben etwas mehr Gewicht und sind trotzdem aber geschmeidig und tun das, was man davon erwartet, nämlich hängen. Wenn man das Kostüm anzieht, den Unterbau anzieht, hat man an Händen und Füßen einen Übergang von dem etwas schrumpeligen Arm zur Hand und dafür sorgt dann noch die Maske, dass das unauffällig ist.